Und wenn es sehr ähnlich ist wie der Aufbau unseres Blutes, dann kann der Körper natürlich damit auch sehr gut arbeiten. Das heißt, wir sprechen hier von einem mineralischen Blutaustauschstoff, der uns natürlich dann auch als Heilnahrung dienen könnte, wenn ich damit faste. Herzlich willkommen zur Gesundheit mit Florian Sauer und Andreas Paffra, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben, Folge 16. So sieht's aus. Grüne Smoothies hatten wir in der letzten Folge ausgiebigst besprochen, Florian. Aber die grünen Säfte, wo wir eigentlich mit drüber sprechen wollten, die sind ziemlich kurz gekommen. Und ja, das wollen wir heute nachholen. Heute wollen wir den Schwerpunkt auf leckere grüne Säfte richten. Genau. Die müssen nicht unbedingt grün sein, aber wir wollten ja auch mal den Gegenpart aufstellen, was ist denn nun besser, wenn man jetzt schon viel gehört hat über die Smoothies und sich vielleicht noch, wenn man es nicht getan hat, den Podcast Nummer 15 noch anhören möchte oder vielleicht schon gemacht hat, dann wird das natürlich jetzt ein viel besseres, rundes Gesamtverständnis. Ich glaube, der eine oder andere fragt sich jetzt, was ist denn überhaupt ein grüner Saft? Also vielleicht, wenn du mal im Geschäft warst oder im Bioladen, da sieht man schon mal im Regal, solche Säfte stehen in grünen Flaschen mit einem Saft drin, Fruchtsaft oder wie auch immer. Also das ist nicht der grüne Saft, von dem wir sprechen. Ich habe auch mal ein Fernsehinterview gehabt, da weiß ich noch, der vom WDR, nämlich der interviewt hat, der meinte so ganz ketzerisch, grüner Smoothie, blauer Smoothie, gelber Smoothie, was ist jetzt da eigentlich der Unterschied? Was soll das überhaupt? Ja, also da gibt es ganz unterschiedliche Stände. Was ist denn überhaupt ein grüner Saft? Also ein grüner Saft, ich sag mal, lassen wir mal den Supermarkt draußen vor. Denn wirklich, man kann sagen, 90% aller Säfte, die überhaupt im Laden stehen, also auch die guten Bio-Säfte in Flaschen, ja, der Möhrensaft, der Apfelsaft, ist alles erhitzt, ultra hoch erhitzt, weil das Keimfreiheitsgesetz der Frau Merkel das eben vorschreibt im Herstellungsverfahren. Und da sind natürlich alle Vitamine draußen. Die gehen sofort kaputt, wenn man über den Wert von 50 Grad kommt. Viele Enzyme gehen kaputt, also feine Nährstoffe gehen verloren. Mineralien bleiben zum Teil noch erhalten, aber die Wertigkeit ist natürlich gering für das Geld, was man dafür bezahlt. Deswegen sollte man nie mehr Flaschensäfte trinken, weil die mehr Probleme bringen als Vorteile, weil sie für den Körper nur unnötiger Ballast erhitzter Kohlenhydrate sind. Und die sind nicht gut. Von frischen Säften oder grünen Säften sprechen wir immer entsaftete grünen Blattgemüse. Das heißt, durch eine Presse, durch eine Maschine oder Saftpresse auch, wird der Saft vom Dresdner, von der Faser getrennt. Der Dresdner fällt in einen sogenannten Abfallbehälter und der Saft fällt durch ein Sieb nochmal in eine sogenannte Auffangschale. Von einem gesunden Saft spricht man, wenn er mit einem sogenannten Slow Juicer gepresst wurde. Das kennt man jetzt ein bisschen anders wie bei den Smoothies. Da machen wir das ja mit Hochleistung. Und bei der Saftpresse ist es wichtig, dass die Maschine langsam presst, damit man einen hochwertigen, vollmundigen Saft bekommt aus beispielsweise grünem Blattgemüse. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Maschinen. Es gibt da so Zentrifugalgeräte, die drehen da ganz schnell und sorgen dadurch, dass der Saft von der Faser getrennt wird. Die anderen quetschen es irgendwie raus mit so einer Schnecke und wie man es vielleicht von Fleischwolf kennt, nur ein bisschen professioneller mit einem Sieb vorne dran. Da gibt es also unterschiedliche Geräte, ganz günstig. Da gibt es im Aldi teilweise schon 50 Euro. Das habe ich einen Marken genannt. Aldi oder wie heißen denn die alle ganzen Supermärkte? Oder Lidl oder Penny oder was wie sie alle heißen. Ja, da gibt es im Discounter die ganz günstigen. Aber es gibt Geräte, die auch an die 1000 Euro kosten. Genau. Wichtig ist, dass es eigentlich nicht Saftpresse heißt, sondern eigentlich sollte es Healthy Juicer heißen. Weil da legt man das Augenmerk wirklich auf eine Maschine, die unter 100 Umdrehungen in der Minute hat. Das ist das wichtigste Credo. Besser wäre natürlich um die 80 Umdrehungen, wie diese Healthy Juicer eben nachweisen kann. Und da gibt es ganz, ganz viele Marken. Da kann man sich gerne mal orientieren. Wichtig ist, dass diese Saftpresse eine langsame Umdrehung hat, viel Kraft aufweisen kann und ein möglichst kleines Sieb, damit wenig Oxidation entsteht. Das heißt, je größer das Sieb in einer Presse, umso schlechter, denn umso mehr Sauerstoff kommt rein, umso mehr Oxidation kommt rein. Ja, denn ganz genau. Ja. Also kleines Sieb vorne und dann habe ich genau diesen Effekt, dass wenig Oxidation entsteht. Und woran erkenne ich denn jetzt, dass der Saft gut ist? Also ein grüner Saft sollte ja möglichst wirklich sauber getrennt werden von der Faser. Und je klarer er ist
und je weniger Faser drin ist, umso besser ist letztlich der Saft. Und auch je trockener der Trester, weil umso besser hat er sozusagen seinen Job gemacht, der Entsafter. Genau. Also wir sind ja noch beim grünen Blattgemüse. Ne? Also zum Beispiel Wildkräuter, die man als Medizin für sich auspressen kann, in kleinen Potenzen, da kommen wir gleich noch dazu. Aber es gibt auch diese grünen Gemüsesäfte als Beispiel, so wie ich es gerne mache. Gurke, Zucchini, Stammsellerie und Fenchel. Das ist für mich ein sehr, sehr leckerer, vollmundiger Saft, wo auch alle 12 Mineralsäuren, die der Körper braucht, enthalten sind, alle Vitamine, Mineralien da drin sind und auch Eiweiße da sind, die der Körper braucht. Die Niere wird angeregt und das ist für mich ein sogenannter Heilungssaft, den ich auch naturapeutisch eben anwende bei Entgiftungskuren und beim Fasten. Wichtig ist, damit das funktioniert, dass die Faser wirklich vollständig, also man kann nicht sagen 100%, aber zu 95% vom Saft entfernt ist, damit wir von einem kolloidalen Mineral sprechen können. Das heißt, Nächstgröße, Atomgröße. Dieser Saft, wenn der gut eingespeichert wird, ist in der Lage natürlich vom Körper unglaublich schnell in vollem Maße aufgenommen und natürlich verstoffwechselt zu werden, sodass die Nährstoffe auch sehr schnell im Körper ankommen und eine ganz leichte Verdauung möglich ist. Und das ist ein großer Unterschied zum grünen Smoothie, wo ich hier die Ballaststoffe voll mit da drin habe, nur halt stark zerkleinert. Und hier ist es ja so, bei dem Saft, da muss der Körper quasi gar keine Verdauungsarbeit leisten, keine Zerkleinerungsarbeit, denn die Ballaststoffe sind komplett raus und deshalb kann man mit grünen Säften, wenn man sie genauso herstellt, auch wunderbar fasten. Weil der Darm wirklich nichts zu tun hat in dem Sinne, sondern einfach nur die Nährstoffe aufnehmen kann. Und das war's. Der Darm kann mal ruhen und Reinigungsarbeiten machen zum Beispiel. Genau, und wenn man weiß, dass das Grün, der Farbstoff Grün, ja als Chlorophyll bezeichnet wird und das Chlorophyll von der molekularen Aufbaustruktur dem Blut, also den roten Blutkörperchen, Hämoglobin, sehr ähnlich ist, bis auf die Farbe, dann weiß man auch, das Chlorophyll ist grün wegen dem Magnesium. Und wenn es sehr ähnlich ist wie der Aufbau unseres Blutes, dann kann der Körper natürlich damit auch sehr gut arbeiten. Das heißt, wir sprechen hier von einem mineralischen Blutaustauschstoff, der uns natürlich dann auch als Heilnahrung dienen könnte, wenn ich damit faste. Und deswegen sage ich immer, ein kranker Mensch, der braucht eigentlich keine Smoothies, der braucht Gemüsesäfte. Und ein gesunder Mensch, der sich präventiv gesund halten will, der braucht auch die Ballaststoffe, die Faserstoffe, der kann es auch verdauen, der braucht die Smoothies in seiner Form. Und deswegen setze ich diese Säfte in naturapeutischer Form ein, einmal als Nahrungsmittel, da nehme ich Gemüse, grünes Gemüse, das entsaftet wird, und einmal auch als Medizin, und da gehe ich aber hin zu den Wildkräutern, und schon Hildegard von Bingen, Maria Dreben hat gesagt, gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen, also kann man auch ganz gezielt bei bestimmten Krankheiten entsprechende Wildkräuter auswählen, die dann in Kleinstpotenzen entsaftet werden und in einer Indikation von bis zu 60 Milliliter pro Einnahmeeinheit dann auch eingenommen werden können. Das heißt, Schnapsglasgröße am Morgen, so ein Wildkräuterjuice, der bringt den Körper unglaublich in Schwung. Aber hier müssen wir jetzt wirklich unterscheiden. Also grüner Saft ist jetzt nicht so, ich meine, grüner Smoothie, andersrum, ist jetzt kein geschützter Begriff, aber es ist relativ klar, was ein grüner Smoothie jetzt ist. Beim grünen Saft, da gibt es, glaube ich, schon eine etwas größere Breite, weil wenn du jetzt sagst, du nimmst jetzt die Wildpflanzen und jagst sie sozusagen durch den Entsafter, dann hast du diesen kleinen Shoot. Aber du kannst ja eben auch was anderes damit machen, wenn du den grünen Saft jetzt mischst, zum Beispiel, also wenn du die Blätter nimmst, du kannst die Blätter nehmen, du kannst aber auch das Gemüse nehmen oder du kannst auch Obst mit dazu nehmen. Also da haben wir eine viel größere Bandbreite an Möglichkeiten, was wir mit so einem Entsafter da alles machen können. Genau. Und also was letztlich auch grün ist irgendwie und auch als grüner Saft irgendwie durchgeht, ja. Genau. Ich weiß noch, bei meiner Tochter, die Amelie, damals, wo wir angefangen haben mit den Wildkräutersäften, bis zum dritten Lebensjahr hat sie die getrunken, hat sie wirklich gesprüht vor Freude, wenn sie so einen kleinen Schnaps immer bekommen hat. Das sage ich, Wahnsinn, wie die kleinen Kinder das trinken. Und so ab 3, 3,5 Jahren war da irgendwie Schluss. Dann hat sie so eine Blockade bekommen zu grün und da wollte sie immer pink und rosa und so, wie es halt so immer ist. Und dann habe ich angefangen bei der Amelie den Saft mit Granatäpfeln zu pressen. Mm. Also Granatapfelkerne, die lassen sich ja ganz leicht ausklopfen. Und dann habe ich ihr das gepresst, dann war der Saft so dunkelrot dadurch und entsaftet und dann hat die das richtig getrunken. Also die ist richtig wie abhängig geworden davon. Und da konnte ich natürlich mit ein bisschen Fruchtzucker, Fructose und Apfelsäure, was der Granatapfel hat, viele Antioxidantien. Da gibt es so ein Buch,
Krebs mag keine Himbeeren. Wenn der Herr Doktor das Buch mit Granatäpfeln geschrieben hätte, dann hätte er einen Award bekommen, aber mal wieder daneben gegriffen. Ne? Die Himbeere ist nur halb so funktionell. Und damit hat sie beides. Sie hat also genug Mineralien und Wirkstoffe, Gifte zu lösen und natürlich den Antreiber, den Granatapfel, um die Sachen durch den Körper zellulär durchzuschieben und damit effektiv zu entgiften. Und sie hat bis heute noch leuchtende Augen, eine Kerngesundheit und das freut mich immer noch sehr. Aber so, man kann immer drüber überlegen, will ich jetzt meinen Saft als therapeutische Maßnahme medizinisch verwenden, da gibt es nochmal einen Gesprächskreis, und will ich es denn als Nahrungsmittel verarbeiten, dann geht man da nochmal anders ran. Es gibt aber einen Tipp. Ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt Gurke, Zucchini, Stangensellerie, Fenchel, also so einen Gemüsesaft mir mache, keine Orange mit dazugeben und auch keinen Apfel groß mit dazugeben oder keine Birne. Das heißt, man sollte das Gemüse, in dem Falle, was aus Gemüse wie Gurke, Zucchini und so weiter besteht, nicht mit tropischen Früchten oder so einer Menge an Früchten vermischen. Das kann sein, dass es da wirklich eine Verdauungsblockade gibt. Aber wenn es um Wildkräuter geht, also reine Blätter, da kann man das machen. Und deswegen verwenden wir beim normalen Fasten zum Beispiel immer nur Blattgemüse, während ich aber bei der Leberreinigung so zum Beispiel auch Gemüse verwende mit dem Apfel, der die Apfelsäure enthält, um die Organe eben zu weichen und zu öffnen. Deswegen muss man immer gucken, als was nehme ich das Ganze denn immer dann zu mir. Und da ist der Tipp eben bei mir immer bei einer Sorte zu bleiben. Und man kann sich zum Beispiel auch mal einen Gemüsesaft machen oder dann presst man sich mal ein Kilo Möhren aus. Ne, die Beta-Carotine, Vitamin A ist da drin, dass man das auch mal so trinkt. Aber wie du es immer schon gesagt hast, auch bei den Smoothies, 3 bis 4 Gemüsezutaten entsaften und dann ist gut. Ja, und vielleicht noch ein paar Ideen zu liefern, was man als Wildpflanzen mit reingeben kann. Also sowohl für den grünen Smoothie gilt es ja auch als auch beim grünen Saft. Kann man ein paar nennen. Also der Spitz- oder der Breitwegerich, den findet man ja auf fast jeder Wiese auch im Garten. Natürlich nur irgendwie auf einer Wiese, wo jetzt dann nicht groß noch irgendwie die behandelt wurde oder bespritzt wurde. Ja, also Düngemittel muss man aufpassen. Ja, das sollte jetzt nicht sein, genau. Brennnesseln, gut, da kann man die Spitzen von nehmen. Brombeerblätter, die eignen sich auch im Winter ganz wunderbar, denn die Brombeeren gehören zu den wenigen Pflanzen, die auch im Winter wachsen mit den Blättern, die kann man dann auch nehmen. Vielleicht jetzt nicht die braunen, aber da gibt es auch grüne Blätter, muss man aufpassen, weil die wilden Brombeeren auch diese Spitzen haben. Man kann Gänseblümchen oder den Girsch, ja, das Beste, was man mit Girsch machen kann, ist ja essen. Girsch ist ja so der Schreck des Hobbygärtners, sag ich mal, weil der sich, wenn er da ist, der breitet sich ja wie verrückt aus. Die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn. Ja, Moment, Andreas, man sagt immer, man soll schauen, wenn man auf dem Land wohnt, welche Wildkräuter vor der Haustür wachsen und die brauchen wir. Und der Girsch, der wächst deswegen so oft, weil die Menschen alle Mineralmangel haben. Das ist kein Witz. Der Girsch, der enthält weder Oxalsäure noch Blausäure, deswegen kann er von den ganzen Wildkräutern am meisten haben und auch in der größten Menge gegessen werden. Und schmeckt ja auch ganz gut, der Girsch. Ne? Also ich habe meiner Frau mal vorgeschlagen, den Girsch bei uns, also unserem letzten Haus, den Girsch mal anzupflanzen im Garten, aber das hat sich nicht von überzeugen lassen, weil das hatte sie doch Sorge, dass das sich komplett ausbreitet. Aber es gibt ja viele andere Alternativen. Also Gundermann kann man ganz dezent zum Beispiel einsetzen, nicht zu viel. Der ist so man stark, kann, ja. Genau, also man kann auch die Linde nehmen, also heißt die Blätter von dem Baum, die sind auch sehr, sehr zart. Also wenn die frisch und jung sind, die Blätter sehr, sehr lecker. Früher. Löwenzahn haben wir ja schon drüber gesprochen, die Malve kann man nehmen, man kann die Schafgarbe nehmen. Was haben wir noch? Spitzwegerich, habe ich eben schon erwähnt. Taubnessel kann man auch nehmen. Persönlich mag ich es nicht so ein bisschen. Aber Wiesenlabkraut, das ist das, was immer so klebt, ne? Das kennen die Kinder. Also genau, als Klettenlabkraut ist das Klebrige und das Wiesenlabkraut klebt nicht. Und dann gibt es noch die Vogelmiere. Die ist auch sehr lecker, sehr zart und auch sehr verbreitet. Es gibt, einfach mal gucken, es gibt ja so viele verschiedene Wildpflanzen und ja, also wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann merkt man plötzlich, wie viele verschiedene Wildpflanzen es da draußen gibt. Und man muss ja gar nicht alle können. Es reicht, wenn man, sagen wir mal, 5 Stück schon mal weiß oder 10, dann steigert man sich so langsam daran und dann kann man da ein bisschen mit abwechseln. Genau. Und die Wildkräuter haben eben den Vorteil gegenüber Gemüsepflanzen, da sie sehr starke Wirkpotenzen haben. Also kann man auch schauen, für was brauche ich denn? Ne? Für die Leber zum Beispiel den Löwenzahn, bei Entzündungsherden und ich brauche ein Antibiotikum, dann nehme ich den Spitz- und den Breitwegerich oder die Kapuzinerkresse oder die Brunnenkresse. Und so kann man natürlich für sich auch selbst seine Medizin, auch technisch gesehen aus Wildkräutern herstellen, indem man sie entsaftet und dann zum Beispiel auch mit Kokosöl mischt, dann hat man eine Salbe. Ja. Und jetzt ist immer die Frage, Andreas, die ich oft bekomme, mein Kind will nicht die Grünsäfte, der möchte eher Obstsäfte trinken. Ich habe eine Presse, aber der möchte eher Apfelsäfte oder Karottensäfte trinken und ich will ihm doch immer die Grünsäfte geben. Was ist denn nun richtig? Ja,
Das ist die große Frage. Das Problem haben alle Eltern, weil Kinder lieben nun mal süß. Liegt ja natürlich zum einen auch daran, dass die Kinder heute in jeder Ecke Zucker kriegen. Ja, gehen wir irgendwo einkaufen, dann heißt es sofort, ihr willst einen Lutscher, die dürfen ruhig was nehmen. So, ja, von ihrer Seite aus, aber nicht von meiner. Dann stehen die Kinder da immer in so einem Konflikt, weil der Verkäufer jetzt denen was hinhält und sie genau wissen, dass Mama und Papa zumindest bei uns das nicht besonders toll finden. Also überall werden die Kinder voll gezuckert. Aber es hat ja auch einen anderen Grund, dass Kinder gerne Zucker mögen. Genau. Also Kinder wachsen unglaublich und in diesem Prozess bis zum 21. Lebensjahr. Deswegen brauchen Kinder wesentlich mehr Kohlenhydrate und auch wesentlich mehr Fruchtzucker im Körper, auch die vielen Zellteilungsprozesse, die da anliegen, als Erwachsene, die sozusagen ja nur noch Nahrung brauchen, um sich zu erhalten. Deswegen sagt man immer, den Kindern sollte man auch das Obst hinstellen, vordergründig, und erst zweitrangig das Gemüse, und bei Erwachsenen genau andersherum. Deswegen sollen die Eltern nicht unwissend ihre Kinder quälen, indem sie ihnen immer nur Stangensellerie und Fenchel hinstellen, weil die Kinder werden dann das irgendwann um die Ohren hauen und werden dann recht frühzeitig ausziehen, weil sie sagen, meine Eltern konnten mich überhaupt nicht richtig bedienen. Sondern sagen, hey, solange das Kind brennt, klettert, sich bewegt und die Kohlenhydrate verbrannt werden, ist das überhaupt kein Problem. Aber der Vater und die Mutter, die dürfen sich gerne mehr an den fruchtzuckerarmen Blattgemüsen halten. Die habe ich ja vorhin schon mal aufgezählt, dann hat es eine gesunde Linie, das Ganze. Ja, und jetzt verrat uns vielleicht mal noch ein bisschen an den ein paar Beispiele für Gemüsesorten, wo du sagst, die sind besonders wertvoll, wenn ich jetzt so einen grünen Gemüsesaft mit der Saftpresse zubereiten möchte. Weil genau, das ist eine Sache, die kannte ich früher überhaupt nicht. Und das fand ich sehr, sehr wertvoll, diesen Hinweis. Genau. Also die Zucchini ist auf jeden Fall, lässt sich sehr gut entsaften, vor allem wenn man auch einen Garten hat, weil sie unglaublich viele Mineralien enthält. Die Gurke, die ja sozusagen das Nierenwasser besitzt, was die Melone im Übrigen auch hat, aber die Gurke ist eben grün in dem Falle. Sie durchspült die Niere, sie kann die Verstopfungen, die Sedimente, die nicht gut funktionieren, in der Niere auflösen und sozusagen die Nierenfunktion verbessern. Deswegen wächst die Niere, Gurke auch im Sommer und im Herbst hinein, dass der Körper in der energievollsten Zeit des Jahres davon sich auch nähren kann. So, was haben wir noch? Der Stangensellerie, der ist sehr gut für die Knochen, für die Muskeln, für die Sehnen. Der sieht ja auch aus wie die Spiraldynamik unserer Muskeln und der Knochen. Und dann haben wir zum Beispiel noch den Fenchel, der ist sehr gut für den Darm, wirkt auch antiparasitär, wirkt antientzündlich. Und diese Mischung finde ich schon fast perfekt. Aber es darf auch noch eine andere Geschmacklichkeit mit dazu. Zum Beispiel mal ein kleines bisschen Möhre, um den Geschmack so ein bisschen ins fruchtige Süße hineinzubringen. Oder mal ein kleines bisschen rote Beete. Man darf aber nicht vergessen, dass rote Beete und Möhre auch sehr viel Fruchtzucker hat. Damit sollte man es nicht übertreiben. Und generell sollte man auch nicht mehr wie einen Liter Gemüsesaft pro Tag trinken, dass man sich auch nicht überfordert in den Wirkprozessen, die von einem Gemüsesaft ausgehen. Das heißt, beim Fasten kann es schon mal ein bisschen mehr sein, aber im Alltag ist so der Richtwert, 3 bis 350 Milliliter reichen aus, um sich nährstofftechnisch mit den Mineralien wirklich abzudecken. Ja, und das Schöne, wirklich, wenn ich mich darauf einlasse, sei es jetzt der grüne Smoothie oder seien es die grünen Säfte, dass wirklich, ja, es tritt Verjüngungseffekte ein, ich bekomme mehr Energie, das war für mich so ein grandioser Effekt, als ich damit angefangen habe, plötzlich gemerkt, boah, das ist so ein Unterschied, ja, und wie du auch sagtest in der letzten Folge, einen Tag Cola und den nächsten Tag Energielevel wieder nach oben ziehen, das ist natürlich krass, ja, aber der Körper kriegt die Möglichkeit plötzlich sich zu entgiften, ganz drastisch, weil er plötzlich, also zumindest wenn man sich standardmäßig ernährt heute, plötzlich endlich die Mineralien und die Vitamine wieder bekommt, die ihm oftmals fehlen in der Ernährung. Er kriegt Energie. Abnehmen kann ich natürlich auch ganz toll damit, wenn ich jetzt andere Dinge wie Brot jetzt zum Beispiel oder Standardernährung ein bisschen reduziere und ja, grünes Smoothie oder grüne Säfte dann erhöhe oder sogar faste. Das ist eine schöne Sache. Verjüngung ist auch etwas, was ja wirklich damit einhergeht. Die Haut wird besser, man kriegt einen klareren Kopf. Das war wirklich ein ganz krasser auch Effekt bei mir, muss ich sagen, als ich plötzlich so ein besseres Gespür wieder für meine innere Stimme bekommen habe. Das so, als ich angefangen habe, Ernährung umzustellen, mehr Pflanzengrün aufzunehmen, meine Ernährung, das war wirklich so, dass ich dieser Wunsch aus meinem Job, den ich hatte, rauszukommen, der wurde immer größer. Ja, es war plötzlich, dass ich saß in meinem Büro und irgendwie, ich habe es fast nicht mehr ausgehalten. Ich sitze hier irgendwie im modernen Gefängnis, ja. Und ich wollte da unbedingt raus. Und vorher war das nicht so. Da war das wie so ein bisschen so ein Schleier, den man so um sich hat. Und das war gar nicht so schlimm, wie das dann nachher wurde. Ich habe das immer krasser gespürt. Also auch auf der Psyche hat das auch auf dieser Ebene auch ganz starke Auswirkungen, wenn man sich darauf einlässt. Andreas, ich hatte mal einen Kunden in unserem Leberreinigungsseminar in Haselbach,
der hat eine Kiste voll Supplemente mitgebracht und kam dann frühst zum Kurs und hat mir diesen Eimer voll gezeigt und hat gesagt, kann ich die jetzt alle in diese Entgiftung mit einbauen? Und dann habe ich gesagt, was willst du denn damit? Und du sagst, die nehme ich jeden Tag. Und dann sage ich, das sind doch 38 Supplemente. Ja, die schluck ich, davon 4, davon 3, davon 5. Und ich habe gesagt, Junge, wenn der Kurs vorbei ist, kommst du vor Lachen nicht mehr in Schlaf und du haust dir wahrscheinlich 50 Holzbretter an deinen Kopf. Was du da hast mit dir machen lassen, wie die ganzen Supplementeberater dich verarschen. Du musst doch nur mit einer kleinen Schüssel raus in den Garten gehen, ein paar Blätter zupfen, die durch die Entsaftungsmaschine entsaften, wenn du ein gutes Gerät hast, und diesen Saft trinken. Du hast diesen gleichen Wert, aber in ganz natürlicher Form, wo die Mineralien, die gebraucht werden, um andere Mineralien wieder wirklich auch einzubauen im Körper, drin sind. Und Andreas, das ist das, was ich mit der Nicole gerne immer mache, gerade auch im Winter. Wir stehen früh auf, unsere kleine Saftpresse, die ist nicht teuer, die steht da eh immer in der Küche. Und dann nehmen wir uns da unsere paar Wildkräuter, ein bisschen Gemüse, Blattgemüse, machen uns da einen frischen Saft und trinken als allererstes, weil wir frühstücken immer sehr spät, meistens erst nach um 10 wird was Festes gegessen, weil wir wissen, dass der Körper entgiftet, geben wir ihnen sozusagen dieses Mineralgetränk aus frischem Blattgemüse und wir merken, wie unser Kreislauf, unsere Energie, auch unsere Laune, auch unsere Wertschätzung zueinander dadurch in Schwung kommt. Deswegen kann man sagen, Menschen, die glücklich sind, Menschen, die wirklich ein gutes, ausstrahlendes Aussehen haben, dass sie auch eine gute mineralische Versorgung haben, denn Schönheit kommt ja von innen und das sollte man sich mal merken, dass man das unterstützen kann, indem man naturnah sich ernährt und nicht Supplemente schluckt, weil das bringt längerfristig nicht mehr als Probleme, weil der Körper in die Abhängigkeit kommt. Ja, ganz genau, weil ich ja bei den Supplementen immer nur Auszüge in der Regel habe und nicht das volle Spektrum, was ich jetzt habe, wenn ich so eine Wildpflanze zu mir nehme. Und ein ganz entscheidender Vorteil ist ja eben auch, dass ich mir die Sachen entweder im Garten anbauen kann, wenn ich einen Garten habe, wenn ich jetzt von Gemüse spreche, ja, oder Wildpflanzen, die muss ich nicht mal anbauen, da brauche ich nur ein bisschen einen Spaziergang machen. Da habe ich die frische Luft, ich habe die Bewegung, ich habe das kostenlose Pflanzengrün und das kann ich dann nachher noch zu mir nehmen. Und da muss ich keinen Pfennig für bezahlen, habe nur positive Effekte, aber dafür gibt es halt keine Lobby. Also das erzählt mir keiner, wenn ich mir den Fernseher anknipse, da kriege ich halt nur Supplemente und irgendwelche tollen Medikamente angezeigt. Genau. Aber wenn man das mal weiß, dann ist genau der Punkt, da haut man sich dann die Bretter an den Kopf und sagt mal, wie blind bin ich eigentlich, ja? Und wenn man das hier für sich mitnimmt, welches Potenzial die Natur für uns bietet, die Natur ist letztlich perfekt. Und wenn ich das verstehe, dann habe ich doch so viele Möglichkeiten und kann sehr, sehr viel für meine Gesundheit tun und braucht da gar nicht so viel Geld für letztlich. Genau, und die Firma Geigy, ein Schweizer Pharmakonzern, der hat mal eine Untersuchung gemacht, wie viel das Gemüse, das heutzutage angebaut wird, aufgrund der Industrialisierung dieser Agrarsachen, das Gemüse an Wert verliert. Und da hat man von 2002 bis 2017 einfach mal geschaut, wie viel verliert das Gemüse an Nährstoffen. Da ist mal draufgekommen, dass zum Beispiel der Brokkoli der hat dann nur noch 35% an Magnesium gehabt. Und das war ganz spannend. Das heißt, man ist nicht mehr in der Lage, wenn ich jetzt Brokkoli esse, davon auf meine Nährstoffe zu kommen. Ich habe zwar viele Faserstoffe und alles Mögliche drin und Ballaststoffe, aber nicht die Nährstoffe, die da drin sein müssten. Wenn der Körper das verdaut und er muss es ja auch wieder ausscheiden, dann geht er meistens in den Energieverlust hinaus. Also wir essen leere Masse. Und wenn man das weiß und sagt sich, Mensch, ist ja interessant, ich kann aber zum Beispiel 2-3 Brokkoli-Knollen nehmen, kann die entsaften und habe dann so ein Gläschen und trinke diesen Saft, dann habe ich, wenn ich an diesem Tag noch einen Brokkoli esse, sozusagen weit über 100% von den Nährstoffen, die ich brauche und bin damit wieder gleich auf. Und wenn ich das weiß, Andreas, dann sehe ich den Gemüsesaft auch als Heilnahrung an den 21. Jahrhundert. Ich kann den sowohl naturtherapeutisch einsetzen für meine Gesundheitstherapie, aber auch als präventive Maßnahme im Winter, um gesund zu bleiben mit den 300 bis 400 Milliliter frischen Saft pro Tag. Ich muss keinen Saft mehr aus dem Supermarkt kaufen. Ich habe keinen Abfall. Diese ganzen Flaschen, diese ganze Pfanderei, das brauchen wir alles nicht mehr. Diese Schlepperei brauchen wir nicht mehr. Aber wir kaufen frisches Marktgemüse, am besten in Bioqualität oder Wildkräuter. Ich investiere einmal diese 200-300 Euro in eine gute Saftpresse, die langsam presst und ein kleines Sieb hat. Da darf man sich gerne mal auf dem Markt orientieren. Und damit habe ich Schluss. Und dann verdient diese Presse für mich richtig Geld, weil ich kriege es gedankt in meiner Energie, in meiner Gesundheit. Und mit dieser Gesundheit kann ich besser arbeiten, besser wirtschaften, habe ein besseres Business, bin aber auch zufriedener, vielleicht auch einfacher, gehe wieder mehr in die Natur. Und ich werde mit der Natur wieder zur Natur hin umgepolt. Und das ist mal der Versuch wert.
Und wenn ich jetzt den Titel nochmal angucke, also grüne Smoothies oder grüner Saft, was ist denn nun besser? Also ich finde, es gibt hier gar keinen Gewinner. Früher habe ich mal versucht, irgendwie in Konkurrenz mit anderen zu treten und gedacht, das ist doch jetzt, der grüne Smoothie ist doch viel besser als der grüne Saft. Es gibt aus meiner Sicht kein Entweder-Oder, also kein besser als das andere, sondern wenn überhaupt also im Sinne von, was für eine Jahreszeit habe ich denn jetzt? Habe ich Wildpflanzen draußen? Da kann ich mir einen grünen Smoothie machen. Ich kann natürlich auch einen Shot damit machen. Und im Winter habe ich vielleicht ein bisschen mehr Gemüse, dann gehe ich auf die Säfte. Habe dann nicht so diesen auskühlenden Effekt, den ich durch das Obst habe. Aber letztlich muss und darf jeder für sich entscheiden, was wann für ihn am besten ist. Beides ist toll, beides hat seine verschiedenen Vorteile. Aber ich würde da nicht hergehen und sagen, der grüne Smoothie ist besser oder der grüne Saft ist besser. Das ist, denke ich, auch eine wichtige Erkenntnis, zumindest für mich gewesen. Ja, das stimmt. Aber ich muss wirklich sagen, das sind halt meine Erfahrungen, damit arbeite ich auch. Wenn ich wirklich einen Menschen habe, der sehr krank ist, viele Entzündungserkrankungen hat, sehr desolat ist, dann helfen ihnen einfach diese Säfte, eben ohne die Faser, viel besser in die Revitalisierung zu kommen, auch die Organe besser anzusprechen und die besser zu entgiften, die man ja dann auch als Einlauf geben könnte in der Gerson-Therapie. Da habe ich eigentlich angefangen mit den Gemüsesäften, weil ich selbst unter Morbus Crohn litt und ich habe mich mit den Gemüsesäften selbst geheilt, sowohl zum Trinken als auch in kleinen Potenzen ins Einlaufwasser gegeben, weil ich ganz starke Entzündungen hatte im Dickdarmbereich und da haben die Wildkräuter unglaublich geholfen, diese Entzündungen zu verschließen. Das, was die Ärzte nicht geschafft haben, da wo sie mir nur Stücke vom Darm rausschneiden wollten, habe ich das mit ganz einfachen Säften, mit so einem tollen Buch geschafft, selbst auszuheilen. Und da bin ich sehr stolz drauf und das kann jeder selbst. Ja, sag doch bitte nochmal, wie das Buch heißt, weil die Frage, die kommt jetzt definitiv. Ah ja, okay. Die Gerson-Therapie, also der Gerson-Therapie. Mhm. Genau. Gibt es im deutschsprachigen Raum auch, ist kein Problem, ist ein ganz tolles Buch. Hat man zwar ein bisschen was zu lesen, aber danach wird sich die Sicht auf die Welt verändern, vor allem auf die, der Mut zur Selbstbehandlung beginnt. Ja, genau. Und so muss eben jeder schauen, wo steht er, was möchte er. Und klar, wenn ich jetzt eine chronische Krankheit habe, je nachdem, wie weit fortgeschritten ist, muss ich mich anders verhalten, als wenn ich meine Gesundheit einfach erhalten möchte oder mein Energielevel einfach nur erhöhen möchte. So, eine Sache habe ich noch, die ganz wichtig ist, Andreas. Vielleicht hat der eine oder andere dazugehört und hat gesagt, Mensch, was 200-300 Euro kostet so eine Saftpresse? Ich habe das Geld vielleicht gar nicht, aber ich höre gerade diesen Podcast, auch weil er kostenlos ist und weil wir da auch viel Wissen verschenken. Aber ich hatte mal eine Teilnehmerin in meinem Kurs, das war eine ganz liebe Frau und die hatte Multiple Sklerose und das ist eine Nervenstörung, dass es ihr gar nicht möglich gemacht hat, wieder zu arbeiten. Also ist sie in den Hartz IV gerutscht und die ganze Familie hat zusammengelegt, damit sie sich diesen Kurs bei uns leisten konnte. Und ich habe gesagt, Mensch, Herr Sauer, ich bin in dem Seminar und das ist auch alles ganz toll und es tut mir auch gut und das schmeckt mir auch alles und es wirkt auch gut, mir geht's besser und die Nervenstörungen verändern sich, aber ich kann mir so eine Presse gar nicht leisten. Dann sage ich, warum nicht? Dann sage ich, ich habe das Geld nicht. Meine Familie hat dafür zusammengelegt, die haben mir das geschenkt. Dann sage ich, ja, also wie viel verdienst du denn? Dann sagte er, ich bin auf Hartz IV angewiesen. Dann habe ich gesagt, okay, Hartz IV und der Tag gehört dir. Du hast einen Vorteil gegen anderen, die sie nicht haben, du hast Zeit. Ja. Und dann habe ich ein Gerät gesucht, da gibt es so eine Handentsafter, die Lexen, die gibt es auch bei uns im Shop. Und damit kann man die Säfte mit der Hand auspressen. Dieses Gerät kostet keine 60 Euro. Und ich habe gesagt, kauf dir bitte noch für 6,95 Euro einen Wildkräuterführer. Du hast die Zeit, lern die Wildkräuter auswendig. Geh sie suchen und entsafte sie und stell damit deine eigene Medizin her, die deinem Körper den Vorteil bringt von den Mineralien, denn die verändern die Nervenstörungen. Sie bringen den Prozess zum Stillstand, sind meine Erfahrung. Und das hat sie gemacht, das hat sie umgesetzt. Und was glaubst du, durch diese Wildkräutertherapie konnte sie auch irgendwann wieder einen Beruf aufnehmen. Und das ist eine ganz coole Geschichte, wo ich sage, der keine Zeit hat, der hat meistens Geld. Der muss sich optimieren. Der kauft sich eine Saftpresse, hat in 10 Minuten sich einen Liter Saft gemacht, packt den in die Flasche, nimmt den mit auf die Arbeit, der vergibt Energie und braucht Energie. Und wer Zeit hat, der hat vielleicht meistens nicht so viel Geld, aber hat dann die Zeit, auch in der Natur die Sachen frisch zu pflücken. Der eine kauft, der andere pflückt es. Es gibt da, was diese Safttherapie betrifft, für jeden eine Möglichkeit, in dieses gesunde Level zu kommen. Und das wünsche ich mir. Genau, das wünsche ich auch allen, die hier zuhören, einfach immer das Beste aus der aktuellen Situation rauszumachen. Alles hat immer zwei Seiten und jeder hat immer die freie Möglichkeit, sich rauszusuchen. Sieht er die eine oder die andere? Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Ja. Und ich tendiere immer zum halb vollen Glas, denn das ist einfach schöner, das Leben positiv zu sehen und das Leben ist wunderschön. Schön, dass du heute mit dabei warst, lieber Florian, lieber Zuhörer. Das war's auch schon wieder für heute bei der Gesundzeit. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und sagen Ciao, dein Andreas Paffrath
und dein Florian Sauer. Tschüss. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.